Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 100. Ausgabe von DPT TV, die wir in dieser Woche senden. Sie wissen es vielleicht noch, so alt ist das Format ja gar nicht. Wir haben es aus der Corona-Zeit mit übernommen. Dort wurde es entwickelt, weil wir ja keine Präsenzkongresse durchführen konnten. Auch unser Jubiläumskongress Nummer 25 fiel auf diese Art und Weise nicht ins Wasser, sondern ins Online. Oder wie sagt man? Und wir freuen uns, dass wir dieses Format, das etliche von Ihnen sehr begrüßen und interessiert wahrnehmen, dann auch über die Zeit haben weiterentwickeln können. Also, in unserer 100. Sendung heute soll es gehen um eine Rückschau auf den 29. Deutschen Präventionstag, der Anfang Juni in Cottbus stattgefunden haben. Wir haben schon einige Male darüber berichtet und werden natürlich auch demnächst in diesem Format diverse Videoeinspielungen noch nachreichen können. Heute finden Sie eine Zusammenfassung, einen Impressionsfilm könnte man sagen, den Matthias Bartel und Nils Brabant zusammengestellt haben. Herzlichen Dank den beiden dafür und für Sie interessante Minuten des Rückblicks auf das, was in Cottbus war, oder auch Einblicke in das, was bei diesem Kongress in Brandenburg stattgefunden hat, falls es Ihnen nicht möglich war, persönlich teilzunehmen. Also noch einmal herzlichen Dank den Autoren dieses Beitrages und Ihnen allen weiterhin eine angenehme Sommerzeit. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich und vielleicht bis zur nächsten Woche. Tschüss! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 29. Deutschen Präventionstag in Cottbus, Schossebus. Und deshalb freue ich mich, dass wir diesen Kongress mit sehr, sehr vielen Teilnehmern hier ausrichten können, wo wir zwischen Wissenschaft, Forschung, Polizei, aber auch vielen zivilgesellschaftlichen Trägern von Präventionsarbeit zum Austausch kommen können, Best Practice darstellen können. Ich freue mich auf diese beiden Tage. Also ich finde, die DPT ist ein extrem gutes Forum, um sich auszutauschen, um mit verschiedensten AkteurInnen, mit denen man sonst vielleicht nicht immer in Kontakt ist, in Kontakt zu kommen, auch alte Bekanntschaften, Netzwerke wiederzusehen, aber eben auch neue zu knüpfen. Gerade dieser Faktor, dass es eben auch Messestände zusätzlich gibt, wo man sich nochmal austauschen kann, Informationen einholen kann. Ja, dritte Runde ist dann. Nach der 10. wird es dann besser. Jetzt freuen sich wieder. Und? Ja, nicht so gut. Der Überschlagsimulator, das war schon eine heftige Erfahrung. Du wirst nur durch den Beckengurt gehalten. Es dreht sich sehr langsam. Und dann will man sich gar nicht vorstellen, wenn du mal so einen richtigen Crash baust, wie dann die Folgen sind. Also ist auf jeden Fall wichtig, das mal zu erfahren. Und ja, war auf jeden Fall witzig auch. Die Jungs machen ja echt einen guten Job. Weil unser Stand so gut besucht ist, haben wir hier mit unseren zwei Leuten voll zu tun. Und sind natürlich aber gleich mal unterwegs und nutzen unsere Pause auch mal, um den Stand auch mal zu verlassen und alle anderen Stände anzugucken.
bin jetzt gerade an der Cottbusmeile frisch angekommen. Das erste Blitzerfoto wurde schon gemacht. Um es mal ziemlich einfach zu sagen, ich bin stolz, dass so viele Mitarbeitende hier dabei sind, aber auch ganz viele Institutionen, Vereine, die ich noch gar nicht kannte. Macht Spaß. Ja, wir selber sind ein Theater, was sich darauf spezialisiert hat, Theaterstücke für Schulen zu kreieren und auch vorzuspielen. Wir haben ganz viele verschiedene Themen. Gewalt unter Jugendlichen oder Mobbingprävention und durften auch spielen, tatsächlich. Unterlagen bei der Staatssicherheit, die machen insgesamt ungefähr so 30, 40 Zentimeter aus. Unter anderem einen hübschen Beobachtungsbericht. Und ich lese mal mitten raus ein paar Zeilen vor. 11.35 Uhr stieg Schreiber in eine eingefahrene U-Bahn und setzte sich. Schreiber in Anführungszeichen. Jeder, der observiert wurde, bekam einen Decknamen zugeordnet. Und mein Deckname in diesem Kontext lautete Schreiber. Auch nicht so sehr erfinderisch, weil ich da was geschrieben hatte. Bei der Staatssicherheit hätte ich nur sagen müssen und eine Andeutung machen müssen auf den Alltag in der Untersuchungshaft, wäre der Besuch sofort abgebrochen worden. Eine super Veranstaltung. Wir sind ja mit der Hochschule vertreten, mit dem Zentraldienst als gemeinsamer Stand für Kriminal- und Verkehrsunfallprävention. Rundum finde ich eine total gelungene Veranstaltung, insbesondere auch der gestrige Abend für die Möglichkeiten der Netzwerkarbeit. Genial, also beide Daumen hoch für diesen Termin in Cottbus. Wir haben uns sehr wohl gefühlt auf dem Präventionstag. Und die Atmosphäre ist, finde ich, schon sehr fantastisch. Also hatte ich so auch noch nicht und es ist sehr angenehm hier. Also für uns hier ein voller Erfolg. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Verlauf bisher. Es hat mich wirklich sehr begeistert und ich würde mich freuen, wenn ich nächstes Jahr auch wieder hier bin. Das ist das erste persönliche Fazit. War wunderbar. Wir haben tolles Glück gehabt mit dem Wetter. Wir hatten eine wunderbare Abendveranstaltung. Wir hatten sehr gute Kommunikation insgesamt während des gesamten Kongresses. So kann das weitergehen. Und jetzt freuen wir uns auf Augsburg.